Weiter geht es mit einer weiteren Folge Bausimulator. Wir machen weiter mit dem Stadion-DLC und ja, wie man sieht, das Stadion wächst und gedeiht. Wir kommen ordentlich voran. Wir sind hier aktuell seit der letzten Folge am Eingangsbereich, also seit der vorletzten Folge. Da haben wir das Projekt eigentlich begonnen hier mit dem Eingangsbereich, aber da haben wir noch nicht wirklich was gemacht. Seit der letzten Folge sind wir hier fleißig am Schaffen und ja, wir machen weiter, wie gesagt, am Eingangsbereich. Sollen jetzt hier erstmal ein Fundament ausheben und dann müssen wir hier drüben auch noch ein Plattenfundament gießen. Ich würde sagen, wir rennen jetzt erstmal zum Folgenbeginn zum Bagger. Der steht hier auch schon rum, also müssen wir gar nicht so weit wegfahren oder so gar nicht so weit fahren und können dann mit dem hier direkt mal loslegen. Ich bin mal gespannt, wie tiefer baggern müssen. Ja, kann sein, dass wir tiefer baggern müssen, dann haben wir die ganze Folge über wahrscheinlich gut Beschäftigung. Und falls wir nicht so tief baggern müssen, dann kommen wir schnell zum Betonieren. Mal schauen, wie weit wir kommen. Insgesamt sind wir jetzt bei dem Eingangsbereich schon bei 11%, was den Fortschritt betrifft. Wir sind jetzt bei Bauabschnitt C. Kommen meiner Meinung nach ordentlich voran. Also da brauchen wir nicht meckern. Genau. So. Also fahren wir erstmal hier hinten hin. Ich werde dann wieder in der Nähe vom Bagger den knickgelenkten Muldenkipper parken, dass wir da wieder ordentlich drankommen. Hatten wir ja auch in der letzten Folge ordentlich benutzt, den knickgelenkten Muldenkipper. Werden wir mal gucken, dass wir das wieder so machen. Unser Bagger hier braucht aber fast oder bald eine Reparatur. Und da hatte ich mich gerade in der letzten Folge wieder so ein bisschen drüber unterhalten, dass wir... oder beziehungsweise dass hier im Bausimulator ja immer noch so ist, dass die Fahrzeuge schneller kaputt gehen, also Sprit brauchen. Man sieht es jetzt hier bei dem Bagger wieder unten rechts ganz gut. Der grüne Balken, der nur noch so ganz winzig da ist, also so ein kleiner Bereich nur noch da ist, mit Hammer und Maulschlüssel quasi. Das ist ja der Zustand von dem Fahrzeug, der da wiedergegeben wird. Sieht schlimmer aus als der blaue Balken daneben mit dem Tanksymbol. Ja, blau ist quasi fürs Tanken und der grüne Balken gibt den Zustand von dem Fahrzeug wieder. Und ja, beim Bagger ist es wieder der Fall, dass der Bagger abgenutzter ist und kaputter ist als, oder schneller abgenutzt und kaputter ist, als der Spritverbrauch ist. Sehr merkwürdige Sache immer noch. Es war am Anfang, als der Bausimulator ja rauskam, war das ja so der Fall, dass das noch schlimmer war. Aber man sieht es ja gerade in dem Beispiel, wir haben uns ja in der letzten Folge drüber unterhalten, aber jetzt bei dem Beispiel hat man es einfach wieder wunderbar gesehen, dass das immer noch so ist. Dass das irgendwie nicht so ganz passt. Also mein Auto ist so, dass ich öfters tanken bin, als es in der Werkstatt steht. Aber klar, du kannst auch ein Montagsauto erwischen und kann auch immer passieren, dass du so einfach Pech hast beim Auto, dass du einfach so oft in der Werkstatt bist. Aber normalerweise sollte ein Auto immer seltener oder ein Fahrzeug seltener in der Werkstatt sein als tanken. Ja, das ist Tatsache. Naja, gut. Schauen wir mal, wie tief wir hier runter müssen beim Ausbaggern. Ich hätte mit dem knickgelenkten Muldenkipper hier rückwärts ranfahren sollen, dann hätte ich weniger Arbeit gehabt, aber okay. Kommen wir auch so mit zurecht, gar kein Thema. Wir sind ja mittlerweile Profi im Bausimulator, wir haben jetzt da 300, ich weiß gar nicht, wir sind glaube ich bald bei den 350 Folgen angekommen. Ist schon ordentlich, ist schon ordentlich. Denk Emergency hat 400... Ich glaube 489 oder 490 Folgen mittlerweile, wenn ich jetzt da nicht falsch bin. Ich habe gerade den Plan nicht auswendig im Kopf. Ja, und Bausimulator hat 300 irgendwas. Ja, also auch schon ordentlich viele Folgen. Ich habe ja schon öfters gesagt, ich hätte niemals mit gerechnet, dass der Bausimulator so viele Folgen auf meinem Kanal kriegt. Ich habe gedacht, wir schauen uns das einfach mal so an, wie der so ist. Und dann war es das. Ja, aber nö. Ist eigentlich ein Projekt, das... trotz so vielen Folgen auch immer noch ganz okay läuft. Also Interesse ist auf jeden Fall, würde ich noch sagen, ist noch da in der Community. Vielleicht nicht mehr so viel wie am Anfang, aber trotzdem, das Spiel ist ja jetzt auch schon ein bisschen auf dem Markt und man hat schon eigentlich einiges und alles gesehen. Aber trotzdem, ja, bei den neuen Projekten wird doch immer noch reingeschaltet. Finde ich schön. Muss ich auch einfach mal Danke sagen fürs Zuschauen. Ja. So, dann drehen wir uns hier gerade mal so ein bisschen rum. Also wir müssen nicht ganz so tief runter. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir jetzt nicht irgendwie wie so eine Rampe baue für den Radlader und mit dem dann da zweimal mit der großen Schaufel drüber rutsch. Wäre wahrscheinlich die schnellste Variante, aber bis ich das wahrscheinlich dann hier alles so fertig habe. Theoretisch, wenn man mal ehrlich ist, wir haben... Ich hole mir, glaube ich, gleich die Planierraupe. Das ist eine Tiefe... Also bei manchen Fundamenten hatten wir eine größere Tiefe, wo wir mit der Planierraupe unterwegs waren.
Das ist, glaube ich, jetzt keine Tiefe, wo wir unbedingt den Bagger brauchen. Das ist... Aber wobei, es ist doch hüfttief. Das sah jetzt gar nicht so tief aus, aber das geht von unserem Dude hier fast bis zur Hüfte. Zumindest Oberschenkel. Oberschenkel fast Hüfte. Ach komm, nee, wir baggern weiter. Wenn ich hier nochmal rauskomme, Hilfe! Jetzt. Wir baggern weiter. Ich weiß nicht, bis zu welcher Tiefe man eigentlich in der Realität so eine Planierraupe belasten kann. Ob das überhaupt begrenzt ist. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es vom Schild wahrscheinlich begrenzt ist. Beziehungsweise von dem Anpressdruck wahrscheinlich, was das Schild aushalten kann, könnte ich mir vorstellen. Oder, ja, vielleicht geht auch so viel Erde bewegen, bis halt die Ketten irgendwann durchrutschen. Man weiß es nicht, ich weiß es nicht so genau, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es überhaupt limitiert ist. So, wir haben das gleich dann schon geschafft. Sind jetzt schon bei 24%. Ups, leicht angeeckt am Knickgelenk, Muldenkipper. Steckt der aber weg. Gar kein Thema. So, dann fahren wir jetzt nochmal zurück. Gut. So. Ja, so Stellen haben wir schon lange nicht mehr ausgebaggert. Also meistens Gräben oder so, aber so große Flächen nicht. Und deswegen bin ich jetzt gerade einfach mal dafür, dass wir den Bagger verwenden. Baggern ist ja so ein Ding, was jeder Mann eigentlich gerne macht. Selbst im Kindesalter schon wird ständig gebaggert. Und im Erwachsenenalter baggert man dann weiter nur auf eine andere Art und Weise. Nein, alles gut. Habe ich ja schon mal erzählt. Wir haben ja so einen Freizeitpark in der Gegend und die haben da schon immer irgendwie, also früher hatten sie ja so ganz kleine, ich glaube, das kennt ihr bestimmt auch auf dem Spielplatz, waren ja immer so kleine Gestelle, wo du auch irgendwie mit baggern konntest. War schon immer ein Highlight als Kind, wenn man dann in diesem Freizeitpark war und die hatten da auch diese Baggerspielzeugteile rumstehen. Mehr hat man gar nicht gebraucht als Kind. Aber die haben dann auch irgendwann so einen hydraulischen Bagger tatsächlich dahingestellt. Aber halt nur so einen Baggerarm mit einer Schaufel und das halt komplett eingezäunt. Da kannst du dich hinsetzen, brauchst nicht mal Geld einwerfen, weil du hast ja Eintritt für diesen Park bezahlt. Und kannst du dich da hinhocken und solange kein anderes Kind dran will, kannst du da einfach die ganze Zeit ein bisschen Sand von A nach B bewegen. Hat als Kind ultra Bock gemacht, fand ich mega cool. Das ist was, ich glaube, das macht irgendwie fast jeder gerne. Bisschen Erde bewegen. Solange man irgendwie keine Leitung treffen kann oder so, macht es bestimmt Spaß. Das kann ich mir auch eine Realität vorstellen. So Baggerarbeiten wirklich sehr viel Spaß machen. Nur natürlich in der Realität, wie gesagt, musst du halt auf andere Dinge achten. Wie Leitungen und so weiter. Die willst du ja nicht zerstören. Wobei man das halt leider auch, ich finde, relativ oft hört, dass irgendwie Leitungen bei Baggerarbeiten beschädigt werden. Ich frage mich da halt nur, ob die Pläne irgendwie falsch gelesen wurden oder ob da einfach nicht dran gedacht wurde oder ob das irgendwie, keine Ahnung, woran das dann liegt, sowas. Weil man hört das doch recht häufig, finde ich. Ja, kann ja auch schnell gefährlich werden. Wir hatten gerade auch, weiß gar nicht, ein halbes Jahr her oder so, auch wieder bei Bauarbeiten an einem Haus die Gasleitung mal beschädigt, ja. Das ist natürlich dann eine Sache, die extrem gefährlich wird. Wenn jetzt so eine Wasserleitung erwischt oder so, ja, mein Gott. Schad ums Wasser. Und ich schmeiße, glaube ich, die ganze Zeit Erde dahinter. Jawohl. Schad ums Wasser natürlich. Und auch doof, wenn es dann abgestellt werden muss, bis die Leitung repariert ist und so weiter. Braucht man nicht unbedingt. Aber das kann einem wenigstens nicht um die Ohren fliegen. Gasleitung, wenn da irgendwie dann noch ein Funken entsteht oder so, hast du Party. Hast du Silvester. Ja, nee, oder was man auch oft hört, ist, dass Internetleitungen beschädigt werden. Hatten wir auch schon mal. Also nicht jetzt bei uns, aber dass wir dann betroffen waren, dass das Internet halt ausgefallen ist. Eine gewisse Zeit. So. Wir haben es gleich. Wir sind bei 46%.
und immer noch 11% vom allgemeinen Bau. Jo, wir werden gleich wieder die Zeit überspringen. Wir haben jetzt schon wieder fast 21 Uhr in-game. Die Sonne verabschiedet sich langsam wieder. Und so dringend ist der Bau jetzt auch nicht. Die EM ist eh schon um, also das Stadion brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Wir waren ein bisschen spät mit. Oder ein bisschen langsam. Aber gut. Die nächste Meisterschaft folgt ja bald. So, alles gut. Ich fand aber, okay, jetzt wird es ein bisschen zu dunkel, wir überspringen jetzt doch mal die Nacht. Ich fand aber jetzt krass bei der EM. Check24 hat ja kostenlos Trikots verschenkt. Und ich finde es halt so krass, dass Leute auf die Idee kamen, dieses kostenlose Trikot, was man von Check24 geschenkt bekommen hat, dass sie das für Unsummen auf eBay versteigert haben und versteigern wollten. Und da sind bestimmt immer noch genügend Angebote drin. Das finde ich dann schon irgendwie so ein bisschen dreist. Man kriegt also was geschenkt von einem Unternehmen. Bei geschenkt, sei mal dahingestellt, wurde ja wieder wegen Datenschutz oder was weiß ich rumgemeckert. Ja, es ist nicht geschenkt, man kauft es quasi mit seinen Daten. Wo ich mir halt denke, ja, mein Gott. Man ist im Internet unterwegs. Jede Seite hat alle Daten von einem quasi. Also, warum kann man nicht einfach mal danken dieses Trikot annehmen, dass man das geschenkt bekommen hat? Sondern nölt da wieder rum mit Datenschutz und so weiter. Naja, anderes Thema. Auf jeden Fall haben ja einige Leute das wirklich dann angeboten und ich weiß, sie wollten 40, 50, 60 aufwärts Geld dafür haben. Irgendwie schon ein bisschen dreist. Man kriegt was geschenkt und erste Idee, was man hat, man verkauft es. Oder man möchte es gleich wieder verkaufen, damit möglichst viel Profit machen. Weiß nicht, da würde ich mir als Check24, würde ich mir da glaube ich auch so ein bisschen verarscht vorkommen, wenn man halt den Leuten was schenkt, damit gleich wieder versucht Profit draus zu machen. Würde ich mir beim zweiten Mal überlegen, ob ich das nochmal mache. Aber gut. So Leute wird es immer geben, die gleich wieder Profit aus allem schlagen wollen. Es war auch, oder es ist auch qualitativ nicht schlecht. Wir hatten auch so eins. Also wir haben uns auch eins geholt. Wir haben eh dieses Tippspiel da mitmachen wollen. Da hast du dich da kostenlos halt anmelden können. Zack, bumm, hast du eins zugeschickt bekommen. Ist doch cool. Ja, wegen Datenschutz. Mein Gott. Man ist eh schon auf der Seite angemeldet quasi und managt da alles drüber. Also was für Daten sollen die noch kriegen, dadurch, dass ich jetzt ein Trikot bestellt habe? Also, keine Ahnung. Und wenn man Angst hat wegen Datenschutz und so weiter, dann dürfte man sich ja nicht im Internet anmelden, weil da wird so viel Zeug über einen gesammelt. Weiß ich nicht, ob ich mir jetzt deswegen da Sorgen machen würde. Ich meine, Datenschutz an sich ist schon eine gute Sache, ja, auf jeden Fall. Aber bei manchen Sachen hat man so ein bisschen das Gefühl, als übertreibt da Deutschland ein bisschen. Gerade auch wenn man, also wenn ich jetzt so in Richtung innovative Technik denke oder so. Ja, Smart Home. Da funktioniert zum Beispiel so Echo-Geräte von Amazon auch ein bisschen besser. Oder kannst du mehr mit anfangen. Oder Siri, glaube ich, von Apple und so weiter als hier in Deutschland. Weil halt wegen Datenschutz das nicht gemacht werden darf. Das nicht funktioniert. Da, das darf nicht gemacht werden. Die Daten dürfen nicht gesammelt werden. Das darf nicht gemacht werden. Begrenzt stellenweise so ein bisschen auch alles, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und an den Stellen, wo man Datenschutz bräuchte, da ist dann irgendwie nichts da. Es ist dann immer so ein bisschen merkwürdig. Naja. Schwieriges Thema, glaube ich. Apropos innovative Technik.
Ich habe mich letztens mit meiner kleinen Schwester mal drüber unterhalten, beziehungsweise wir haben uns einfach mal so Gedanken gemacht, was wäre so der nächste Schritt eigentlich bei Smartphones? Ja, wenn man halt bedenkt, ich komme aus einer Zeit, Handys noch riesengroße Schinken, Antenne hinten dran, Schwarz-Weiß-Displays, bestes Spiel, was du drauf hattest, war Snake, ja, oder Tetris oder so, ja, also wirklich lange, lange her, Kameras hatten die Handys nicht, ich hatte ein Handy, da musstest du so eine riesengroße Kamera ans Handy dran stecken, dass du Bilder machen konntest und so weiter, also war schon eine krasse Zeit, aber wir haben jetzt uns einfach mal so Gedanken gemacht, was könnte so der nächste Schritt sein bei Smartphones? Ja, damals die Entwicklung war klar oder ist klar, Touchbildschirm und so weiter, Kameras halt in Handys drinne und so ein Zeugs. Ja, waren Innovationen, neue Sachen. Aber jetzt halt so die Frage, jetzt hat man ja das alles schon mal, Touch-Sensoren, beziehungsweise Touchbildschirm, Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung und so weiter und so fort. Was wäre denn da jetzt so der nächste Schritt, was irgendwie ein krasser Schritt wieder in die Zukunft wäre. Ja, weil gerade wenn ich so in Richtung Apple denke, die hatten ja immer Innovationen gehabt damals, immer neue Dinge, was andere nicht hatten. Und das ist ja seit ein paar Jahren irgendwie dann auch ziemlich ins Erliegen gekommen. Also da gibt es jetzt nichts mehr Neues, krasses, wo ich sagen würde, boah, das Handy will ich haben, weil das die Funktion hat. Und so sind wir aufs Thema gekommen. Schwester nämlich ein neues iPhone sich gekauft. Was heißt ein neues? Es war ein general überholtes. Ihr altes hat ja leider den Geist aufgegeben. Ja, da sind wir halt jetzt so auf das Gespräch gekommen. Was wäre so der nächste innovative Schritt? Habt ihr da Ideen? Was könnte Neues hinzukommen? Ich habe mir sowas vorgestellt wie, was weiß ich, irgendwie Hologramme irgendwie darstellen. Ich meine, das ist ja jetzt schon möglich. Brauchst du nur so ein Zusatzzeug, kannst du dann irgendwie so eine Pyramide übers Handy stellen, sieht dann aus wie so ein Hologramm. Aber sowas in der Art irgendwie, ich denke mal, so ein Beamer verbaut in einem Handy wird es wahrscheinlich nicht geben, dass du da irgendwie was darstellen kannst. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der nächste Schritt Smartphone irgendwie so dünn, dass es wie ein Blatt Papier ist, dass man sich das irgendwie um den Arm wickeln kann oder so. Aber das ist, glaube ich, noch viel zu viel Zukunftsmusik. Zu viel Science Fiction oder so. Keine Ahnung. Aber ja, vielleicht habt ihr ja da Ideen, was so der nächste Schritt wäre. Diese faltbaren Displays sind ja quasi auch so ein bisschen, also jetzt nicht bei Apple. Apple hat ja sowas nicht. Aber andere Hersteller, so faltbare Displays. Interessante Sache, würde ich mir niemals kaufen, aber es ist ja dann auch so ein bisschen ein Schritt in Richtung Papierdisplay, ja, was du einfach biegen kannst oder verdrehen kannst oder was weiß ich. Also da geht es vielleicht dann schon so ein bisschen in diese Richtung, wo da entwickelt wird. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mein faltbare Display ist an sich eine coole Idee. Erinnert einen halt ein bisschen damals an so Motorola Razr, diese Klapphandys und so weiter, hatte ich auch gehabt. Habe ich auch immer noch irgendwo rumfliegen. Ultra cooles Handy damals gewesen. Sehr edel. Ja. Aber finde ich halt nicht alltagstauglich für den Preis. Aber gut, das ist halt wahrscheinlich so ein Zwischenschritt zu irgendwann noch dünner werdenden Handys und irgendwann halt wirklich wahrscheinlich was, was du dir um den Arm wickeln kannst und da dann vielleicht deine ganzen Infos angezeigt bekommst. Wie so eine große Uhr dann quasi, wie man es aus manchen Filmen kennt oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, was für eine Richtung das geht. Aber finde ich eigentlich immer total interessant. Ich versuche hier übrigens gerade einfach noch den 1% zu erreichen. Versuche hier nochmal ein bisschen am Rand wegzukratzen. Deswegen fahre ich hier so durch die Gegend. Das scheitert gerade wirklich nur an 1%. Also da nicht wundern, wenn ihr euch gerade fragt, was ich hier denn mache. Ich suche irgendwo 1%. Ansonsten wird mir gar nicht so viel einfallen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die letzte Entwicklungsstufe von so einem Smartphone ist, wie es aktuell ist. Momentan hat man ja mehr nur so Dinge wie, ja, längere Akkulaufzeit, mehr Leistung noch und was weiß ich, aber im Grunde genommen, ja, weiß ich nicht. Mal auch jetzt das neuere iPhone von meiner Schwester mit meinem alten Schinken vergleicht, mit meinem iPhone XS. Bis auf die Kameraqualität, dass die ein bisschen anders ist. Von der Geschwindigkeit vielleicht ein paar Millisekunden besser ist, hat sich da irgendwie über die ganzen Jahre nicht ganz so viel getan. Ich
kann mir aber nicht vorstellen, dass nicht an irgendwas Innovativem geforscht wird oder entwickelt wird. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe mich jetzt mit dem Thema auch nicht so wirklich befasst, aber wir haben uns einfach mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, drüber unterhalten, was da vielleicht noch kommen könnte. Ich meine, sowas wie die Vision Pro oder so. Augmented Reality und so ein Krams, klar, aber das ist dann weniger ein Smartphone-Ding, das ist dann wieder ein extra Gerät. Naja. Da wird echt nichts einfallen. Es ist wirklich irgendwie schlimm. Man macht sich die ganze Zeit so Gedanken drüber, was wäre denn so der nächste Schritt noch? Außer dünner und papierarmreif als Handy oder so, oder papierdickes Armreif-Ding halt, wo Smartphone drauf läuft oder so. Ja, oder allgemein so ein Armreif, wo vielleicht ein Handy läuft. Dass ein Smartphone dann drauf läuft, keine Ahnung. Mir fällt nichts ein. Das wäre aber nur optisch ein anderes Ding, weil von der Leistung her wäre es ja trotzdem wahrscheinlich dann gleich. Ich meine, so computermäßig wird es wahrscheinlich irgendwann so in Richtung Quantencomputer gehen. Ja, was ja auch irgendwie total interessant ist, wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt. Habe ich eigentlich da unten dieses Pack Bewährungsgitter, was ich da irgendwo hingestellt habe, wieder weggeräumt? Ja, das hatte ich schon platziert, okay. Gut, wir platzieren hier gerade mal die Pakete. Bewährungsgitter, Palette, Betonbauteile, okay, da müssen wir halt auch noch Teile bestellen. Alles klar. Ja, wir können dann, glaube ich, auch den Rest bestellen. Ich werde hier viel mit dem Kran arbeiten, denke ich mal. Wie wir gerade Lust haben. Wir haben eine Zeit lang mit dem Teleskoplader gearbeitet. Momentan habe ich irgendwie, oder gerade habe ich mehr Bock auf den Kran. Deswegen machen wir das gerade so. Mein Smartwatch hat man ja auch schon. Ist ja wie so ein Handy eigentlich am Handgelenk, nur halt in klein. Was ich mir vorstellen könnte, aber das wäre dann auch keine Smartphone-Weiterentwicklung an sich, sondern das wäre wahrscheinlich dann nur eine Display-Erweiterung für Smartphone, wären so Kontaktlinsen. Da wird ja, glaube ich, auch schon dran geforscht. Es gibt ja schon... Oh, jetzt habe ich hier das zweite Paket angehängt. Brauche ich ja gar nicht. Es gibt ja Brillen, die quasi schon dir Sachen darstellen können, die sich vor dir befinden, beziehungsweise können die Infos drüber rausgeben über Sachen, die sich vor dir befinden, gerade die du gerade siehst oder so. Da gibt es ja schon so Sachen oder Brillen, die dann Fotos machen können und. Es wird wahrscheinlich dann irgendwann in Richtung Kontaktlinsen gehen, denke ich mal, dass dann da so ein Chip drauf ist, der dir irgendwie Sachen wiedergibt oder so. Wäre aber dann keine Weiterentwicklung vom Smartphone im ersten Moment, aber vielleicht dann irgendwann mal, dass die ganze Technik in so einen kleinen Chip reinpasst, wo ins Auge passt, irgendwie, was weiß ich. Aber ob da halt noch so viel für Smartphones kommt, ich bin sehr gespannt. Na gut, ich würde sagen, wir bestellen jetzt gerade erstmal einfach alle Dinge, die wir noch brauchen. Also betreten. Nehmen wir das mit. 11 mal das. 10 mal... Ups, das wollte ich jetzt nicht. 2 mal das. 10 mal das. Ich denke mal, dass das jetzt wahrscheinlich ziemlich hoch gestapelt wird. Ich hoffe trotzdem, dass ich überall drankomme. Aber ich will jetzt nicht ständig irgendwie wieder hier zum Laden zurückrennen. So, genau. Ordentlich hoch gestapelt. Aber ich glaube, ich komme im Kran überall so weit dran. Super. Wie viel Material das einfach gerade ist. Hui. Bisschen schockierend. Na gut, aber es ist halt auch eine kleinere Anlieferstelle als bei den anderen Bauten. Wie gesagt, falls ihr da Ideen habt oder vielleicht da ein bisschen auf dem Laufenderen seid, dann könnt ihr ja gerne mal so Sachen, an denen geforscht wird, in die Kommentare schreiben. Wäre auch mal interessant. Zukunftstechnologien allgemein mal. Ich denke mal, dass sich Smart Home wahrscheinlich so weiterentwickeln wird wie in vielen Filmen. Ja, dass du halt dich irgendwann mit der künstlichen Intelligenz, wahrscheinlich wenn du nach Hause kommst, kannst du ganz normal mit der künstlichen Intelligenz reden oder und die macht dann wahrscheinlich alles für dich oder so. Das könnte ich mir in einigen oder in vielen Jahren schon vorstellen, dass das so möglich ist und auch gut funktioniert, weil möglich ist ja heutzutage auch schon vieles, aber gut funktionieren ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, ich denke mal, so wird sich wahrscheinlich irgendwann so ein smartes Zuhause weiterentwickeln. Aber selbst da ist halt auch die Frage, gibt es dann noch einen weiteren Schritt, wie man zu Hause noch angenehmer oder so ausstatten kann oder gestalten kann? Keine Ahnung.
Man, theoretisch kannst du ja jetzt schon über Alexa alles Mögliche steuern, zum Beispiel über Echo-Geräte. Wenn es halt immer so gut funktionieren würde. Gut. So, also wir müssen jetzt hier auch gleich betonieren. Das passt dann ganz gut. Dann haben wir eh schon alles soweit hier. Alles klärchen. Dann hole ich, glaube ich, mal das Fahrzeug, was wir dafür nehmen werden. Und dann können wir erstmal Fundamente gießen. Ich bin dafür, dass wir die kleinere Maschine nehmen. Also mit Mischer dabei und Betonpumpe in einem. Dann lassen wir hier Betonpumpe und Mischer die große Ausführung mal dastehen. Holen uns die kleinere Variante, die ich irgendwo hier hingestellt habe, oder? Hallo? Hilfe? Wo ist das Fahrzeug? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken gerade mal hier. So, also. Das ist die große Betonpumpe. Da. Habe ich hier da drüben hingestellt. Alles klar. Stimmt, habe ich hier auf dem Parkplatz geparkt vom Kieswerk. Da war ja was. Na gut. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Lass mich mal bitte rüberfahren, das wäre echt nett. Ich will arbeiten hier drüben. Bremsen bitte, dankeschön. Ach, hier die andere Seite wurde auch gerade automatisch mitgebaut. Als wir ausgebaggert haben. Ist sogar schon mit Beton ausgegossen. Alles klar. Gut, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Wir fahren erstmal hier hin. Ich hoffe, das passt bei den Stützen. Sehr schön. Ich denke mal, so Zukunftstechnologie Auto ist eigentlich ja ziemlich eindeutig, was da der nächste Schritt wahrscheinlich sein wird. Beim autonomes Fahren funktioniert ja stellenweise schon, halt nicht so hundertprozentig, aber gut, stellenweise funktioniert's. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre verbessern und dann irgendwann brauchst du wahrscheinlich gar nichts mehr machen beim Autofahren. Brauchst du nicht mal mehr aufpassen, da wird alles wahrscheinlich ordentlich funktionieren. Computertechnik, wie gesagt, geht wahrscheinlich dann in Richtung Quantencomputer. Ist aber wahrscheinlich auch noch weit, weit, weit hin, bis das dann irgendwann alles richtig läuft und man auch sich sowas leisten könnte und es nicht mehr so groß ist wie eine komplette Halle oder so. Aber gut. Ferner Zukunft. Das ist vielleicht möglich. Wenn die Menschheit sich bis dahin nicht gegenseitig umbringt, ja, Menschen halt, was willst du machen? Oder wenn keine Naturkatastrophen passieren, es kann ja immer was passieren, dass der Mensch wieder total zurückgeworfen wird mit allem. Ja, nicht nur durch Krieg jetzt oder so, aber es können ja Naturkatastrophen auch passieren und dann geht es nur ums nackte Überleben für die Menschheit quasi. Kann ja alles passieren, man weiß ja nie, was abgeht. So, müssen irgendwie mal gucken, dass wir an dieser Lampe da vorbeikommen. Dieser Baulampe, die hat uns hier hinten gerade so ein bisschen gestört. Fahr hier nochmal ein bisschen weiter aus, dann kommen wir da drüber normalerweise. Okay. Baumaschine ist leer, die füllen wir gerade wieder auf. Dann schalten wir Gießen an, dann geht's weiter. So, was haben wir denn jetzt? 20%. Ah, alles klar.
Ich bin gerade überlegen, was es noch so für Technik, Veränderungen, Verbesserungen, Weiterentwicklungen geben könnte. Ich finde das eigentlich total interessant, aber es ist irgendwie gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Ich nehme da immer so ein bisschen gedanklich Filme zu Hilfe, weil Filme, ja, geben einem ja manchmal so eine passende Idee, was in Zukunft so passieren könnte. Mein fliegende Autos, weiß ich nicht, ja, kann sein, aber ich... Das vielleicht in ganz ferner Zukunft, dass es dann keine Passagierflieger mehr gibt, sondern jeder hat einfach sein einzelnes Auto, mit dem er einfach ein Ziel eingibt und das fliegt dann automatisch zum Ziel. Solange das alles nicht vollautomatisch passiert, eher weniger. Ja, wäre einfach, glaube ich, zu gefährlich, zu riskant und so weiter und so fort. Das muss dann, wenn, dann schon alles automatisch passieren. Wahrscheinlich könnte es auch kein Mensch überwachen mit den Millionen von Autos, die es gibt. Im Land oder in allen Ländern könnte man wahrscheinlich nicht machen. Ja, Züge werden sich wahrscheinlich irgendwann dann so weiterentwickeln, dass man in der luftleeren Röhre wahrscheinlich mit ein paar tausend km/h durch die Gegend fährt. So könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Ja, müsste halt ein luftleerer Raum sein, damit man keinen Luftwiderstand hat und so weiter. Wie so eine Magnetschwebebahn nur im luftleeren Raum. Ja, wahrscheinlich der nächste Schritt. Ups, jetzt habe ich Material verkauft. Wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich hier zurücksetzen. Komme ich da durch? Ich glaube ja. Ich habe doch gar nichts berührt, oder? Keine Ahnung. Hat gerade ein bisschen komisch gescheppert. So, wieder aufbauen. Modus wechseln. Gießen können wir anschalten. Dann fahren wir wieder alles aus. Und dann kann es weitergehen. Ich würde eigentlich schon noch gerne in der Folge hier das Stück fertig betonieren. Also hier unten das Fundament. Ja, beim Bau tut sich ja auch, also beim Häuserbau tun sich ja auch interessante Dinge, wie zum Beispiel so 3D-Druckhäuser. Jetzt macht der Nupsi wieder Probleme. Komm, klapp runter. Klapp runter, auf. Oh Gott. Der Nupsi, der macht manchmal Probleme. Wir stehen anscheinend wieder zu nah dran, dann klappt das wieder alles ein. Naja. Ja, so 3D-Druckhäuser klingt auch interessant. Ah, ich finde es so schade. Damals in der Firma, in der ich gearbeitet habe, hatte ich meinen Chef, wir hatten uns mal unterhalten und da hat er mir auch erzählt, dass ja, so Sachen wie 3D-Druck, würde eigentlich sich gerne mal so einen Drucker anschaffen. Wäre halt für Prototypenteile extrem gut gewesen und praktisch. Hätte ich schon gerne betreut, so einen 3D-Drucker. Ehrlich gesagt. Ich finde die Dinger ultra praktisch. Wäre auch bei uns in der Branche ultra fortschrittlich gewesen, beziehungsweise ultra praktisch, wie gesagt, für Prototypen. Weil ich habe ja in einem Werkzeugbau gearbeitet und da musstest du halt immer Prototypenform bauen und so weiter. Und durch so 3D-Druck hättest du halt einfach sowas mal drucken können, so Teile. Die hätten dann ordentlich getestet werden können und so weiter. Und dann hätte man immer noch eine Form bauen können, eine Serienform und so weiter. Wäre schon irgendwie cool gewesen. Aber ja, dann kam da eine Situation, Firma pleite, beziehungsweise Firma wird zugemacht, weil Geldprobleme und keine Kunden mehr und das und das und das. Ja, habe ich dann schon öfters mal erzählt, die ganze Story. Aber das finde ich schade. Hätte ich gerne noch miterlebt, dass wir so 3D-Drucker in der Firma gehabt hätten. Hätte auch ehrlich gesagt gerne einen zu Hause, weil da kannst du doch viel mit anfangen. Wenn du mal irgendwie Ersatzteile brauchst oder so, kannst du dir selber konstruieren am Computer und druckst die Dinger dann einfach aus. Aber so Haus-3D-Druck ist natürlich nochmal eine andere Stufe. Ist auf jeden Fall.
Ich weiß aber nicht, wie gut oder schlecht so Häuser sind. Keine Ahnung. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich habe nur mal gesehen, wie sowas gemacht wird. Also in Videos gesehen, noch nie in der Realität. Aber finde ich schon ultra interessant. So, kriege ich hier irgendwie noch 2% voll. Ich muss jetzt wegen 2% umparken, weil der Nupsi meint, er nupsi da nicht hin. Der Nupsi will da nicht. Ah, wobei, hier klappt er, glaube ich, runter. Er klappt runter, er fällt runter. Ja. Vollgas. Okay, hat doch noch irgendwie jetzt geklappt. Alles klar. Gut, setzen wir also zurück, fahren die Stützen ein und dann können wir in der nächsten Folge direkt die Baumaterialien auspacken und dann können wir Wände gießen. Jetzt einfach nochmal rüberfahren, oder? Ah komm, ich bleibe erstmal hier. Ich glaube, wir brauchen dann auch hier die Maschine wieder an der Stelle. Gut, damit machen wir aber in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde den Kanal wirklich sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile bringen. Genau. Ja, falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel, könnt ihr auch nochmal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link, führt euch zu Instant Gaming, könnt ihr euch günstig und legal dieses Spiel kaufen. Wenn ihr es über diesen Link macht, unterstützt ihr auch gleichzeitig den Kanal. Und falls ihr eine Box-Version haben wollt oder irgendwas anderes von Amazon, könnt ihr auch gerne nochmal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort ist auch noch ein Affiliate-Link, der euch zu Amazon führt. Könnt ihr euch darüber quasi Dinge kaufen und ja, für euch kosten die Dinge dann trotzdem nicht mehr und ihr unterstützt dadurch den Kanal. Genau, dann vielen Dank für die Unterstützung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.